Hallo, heute bereiten wir mit Ihnen eine Pizzasuppe vor. Die Suppe heißt so, weil sie mit ihrer Aroma und ihrem Geschmack an eine Pizza erinnert. Wir fangen damit an, dass wir in einem Kochtopf mit dickem Boden Hackfleisch auf heißem Öl anbraten. Mischen und weiterbraten. Währenddessen zerkleinern wir die Zwiebel. Und zum Hackfleisch dazugeben. Alles gut vermischen und weiterbraten. Kartoffeln in kleine Würfel schneiden. Die Kartoffeln zum Fleisch dazugeben und alles mit kochendem Wasser übergießen. Wenn die Suppe aufkocht, geben wir 2 Würfel Gemüsebrühe hinzu. In einer Schüssel Tomate al Gusto mit Sahne verrühren. Ein bisschen salzen und weiter verrühren. Geschnittene Pilze in die Suppe geben. In die aufgekochte Suppe die Tomaten-Sahne-Mischung gießen. Die Suppe wieder aufkochen lassen. Mit Schmelzkäse und Kräuter die Suppe verfeinern. Alles gut umrühren, noch 3 bis 4 Minuten kochen lassen. Diese außergewöhnliche Suppe wird der Favorit für euch und eure Kinder werden. Ich wünsche euch guten Appetit!